Aktuell hat der Landkreis Bautzen 123 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, kurz UMA genannt. Das heißt, ein UMA kostet am Tag den deutschen Steuerzahler 200 Euro, das mal 123 im Monat, das sind am Tag 25.000 Euro, das sind im Monat weit über 600.000 Euro, was wir Steuerzahler hier für 123 UMAs bezahlen müssen. Und damit diese Zahl einfach mal eine Relation kriegt, was uns über 600.000 Euro monatlich kostet, davon könnten wir über 12.000 Rentnern im Landkreis Bautzen ein kostenloses ÖPNV-Ticket geben. 12.000 Rentner könnten hier kostenlos im Landkreis, im Zwon-Tarifgebiet, sich von A nach B bewegen. Und wenn man hört, was in Ungarn möglich ist, was Ungarn seinen Rentnern bietet, dann ist es eine Schande, dass wir das unseren Rentnern hier nicht bieten wollen. Oder wir könnten mit diesen 600.000 Euro monatlich über 6.000 Kindern im Landkreis Bautzen ein Mittagessen zur Verfügung stellen. Die Annahme ist, dass es 5 Euro kostet. Aber wir könnten 6.000 Kinder glücklich machen, dass sie eine warme Mahlzeit bekommen. Oder der eine oder andere von euch ist bei der Feuerwehr. Im Durchschnitt kostet so eine kleine Feuerwehrwache ungefähr 1,2 Millionen Euro. Das heißt, wir könnten im Landkreis Bautzen alle 2 Monate eine Feuerwehrwache eröffnen. Wir könnten unter jedem Monat ein Feuerwehrauto im Werte von 600.000 Euro kaufen. Und liebe Freunde, deswegen ist es wichtig, wählen zu gehen, dass wir diesen Zustand beenden. Dass wir sagen, nein, wir wollen unser Geld für unsere Bürger in diesem Lande ausgeben. Wir wollen zuerst unsere heimische Bevölkerung schützen vor dem, was da draußen passiert.